Und der Verehrer rein in die Mitte. Oh yeah. Ich fange jetzt an, meinen Banner aufzustellen, das ist soweit recht. Du hast ein rechtes Banner. Ein ziemlich rechtes Banner, ja. Ist tatsächlich sogar rot, aber es ist ein Totenschädel drauf und kein Kreuz. Das Banner heißt sogar nur Tollkühnheit. Könnte so ein Maskottchen sein, so ein Nazi-Maskottchen. Los, Tollkühnheit! Tollkühnheit, mhm. Ja. Kennst du die Tollkühnheit? Okay, die Kerne und Packs sind mal wieder eine Freude. Backen kriegen, die gleichzeitig down zu machen. Das wird niemand. Der eine ist viel zu früh gestorben. Und da hebt er den nächsten wieder auf. Gott, das ist ja gut. Anscheinend kennen die Taktik nicht. Ich bin so wieder ohne. Taktik sowas von Oldschool, also ernsthaft. Ich glaube nicht, dass das ohne Taktik geht hier bei denen. Ich glaube, die kann man unendlich lange bekämpfen. Nicht recht im Sinne. Ich geh jetzt in den Eck und setz mich hin. Lieb Kinderchen. Irgend so ein behinderter Hexenmeister die ganze Zeit seine Audis bei. Ich hab echt Kernwinde. Konsequenz ist, wenn man trotzdem Arschloch ist. Wie heißt eine große Gruppe von weiblichen Hunden? Hünde. Hünde. Wusstest du gar nicht, ne? Nee. Jetzt weißt du's. Fühl mich auch schon ganz dadurch bereichert. Gilt aber nur für Mettlerhunde, die freiwillig brennen. Ja. Okay, was jetzt denn vernünftig Auri zu spammen? Nee. Das lief besser. Früher hatten wir mal einen Bug, dass dann auf einmal alle fünf gleichzeitig drauf standen, sich so quasi Human Centipede-like gegenseitig gerissen haben. Ich riss deinen Arsch, du rissst meinen Arsch. Punkt. Oh, zwei Packs. Geil. Das wird jetzt witzig. Murphy's Law wäre jetzt, dass wir das große Pack irgendwie auf Anhieb schaffen, während das kleine Pack ja schon 50 Mal wieder neu aufgestanden ist. Mhm. Ne, der erste ist schon tot. Das hat sich dann erledigt. Wobei, jetzt kommt Klingwirbel. Oh Gott sei Dank, da kam mein Cooldown aber, also wahrscheinlich auch noch der von anderen. Aber meiner kam auch gerade rechtzeitig. Oh, die Choleriker wurden, haben wir Freigang anscheinend. Ja. Bruce Wayne. Okay, das ist der Tank.
Ihr seid mir ein paar Läuser. Schon so ganz alt an. Negativ-Klischees für WoW-Spieler. Entweder sehr jung oder sehr alt. Ich wollte gerade sagen, warum liegt denn da hinten so ein riesiger Kern und da ist Luzifron. Boah, ich will dieses Mount haben. Schneller. Ja, ja. Zack, zack. Freut sich mein Druide drauf, weil der benutzt ja keine Flug- oder eigentlich keine Flugmounts außer sein Netherdrachen. Den er sich ja mit Mühe und Not erfarmt hat. Und mit ihm meine ich mich. Boah, die Geisterbeste, die ist aber auch voll die Attention Horn. Okay, da habe ich meinen Verheerer echt gut geschmissen. Ich spotte halt viel gleich, damit der im Verheerer landet. So, jetzt steht er da, wo der Verheerer gerade despawnt. Was gibt's denn, Alter? Aggressionsmanagement oder Belangungsversprecher ist Mist. Ich zwar ein Spell mehr, aber der irgendwie nichts gewinnen, was kann. Ich glaube, ich muss echt auf Aggressionsmanagement gehen. Immer. Lichtart. Avatar. I am the Avatar. Voll. Sind Klingenwirbel und der Verheerer zusammen total gefährlich. Ich glaube nämlich, die wirbeln in verschiedenen, also in entgegengesetzte Richtung. Wenn du dich da mal drin verfängst, uiuiui. Ne, Moment, ich glaube, wir wirbeln beide nach links. Entgegengesetzt. Boah, ey, die 30 Gold könnten sie sich auch sparen. Ich hätte lieber so eine Plakette. Hat Pümmelchen erfolgreich umgefickt. Hat dann einer eine Goren-Verkleidung bekommen? Warum? Warum hab ich sie nicht? Also ich hab sie. Du hast sie? Aber nicht von hier. Wovon denn? Vom Bergbau? Nee. Aus irgendwas, wo man da ein paar Tage warten musste irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ach, das Ei. Mal wieder. Ja, das kann sein. Das müsste es sein. Wir hatten ja schon mal so ein Ei. Oder ja, vom Schnaps kriegt man Mount. Angeblich. Angaben ohne Gewehr. Ja, wir sind ja keine Amis. Was sollen wir mit dem Gewehr? Mhm. Boah, ey, die Flammenwichte da einmal komplett pullen und dann Verheerer reinschmeißen. The urge is real. Ich würde gern aufmounten, aber es geht hier leider nicht. Können wir nicht die Decke abbrechen. Übrigens, bei dem neuen Elbrus ist jetzt voll cool, hinterm Endboss von früher, also früher war es ja General Drakizad, da ist ja jetzt diese Zaela Kriegsreitfürst-Bitch. Ja. Zaela halt. Und die ist ja genau im Blackrock in der Mitte, also in diesem, in dem nicht instanzierten Bereich oben. Finde ich echt cool. Style. Also, wir waren die Bitch da hinten. Das ist, glaube ich, der Typ mit M. Ich muss näher ran. Zu weit entfernt. Wie ist denn der? Hier ist die Franz, Bro. Am besten will ich nicht erinnern. Ja, wir haben Premium-Verheerer geschmissen.
Dabei habe ich den schon auf einer Maustaste. Ich muss eigentlich nur so einmal meine Maus schief angucken und die schmeißt das Ding fast von alleine und dann auch ist es eigentlich eher, es ist schwerer die Positionierung zu verkacken, als sie richtig zu machen. Aber ich verkacke sie trotzdem jedes Mal. Ich muss ja an alten Geflogenheiten festhalten. Das Fail liegt mir im Blut und das Droplock auch. Warte, dann müsste. Ja, dann ist hier auf jeden Fall Geddon. Das ist der dritte Schlangentyp. Das könnte dann Mayodu sein. Ich hab grad nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, hier, wie heißt er? Der Typ da hinten. Gar hat das erste, dieses Armschienen-Ding da gedroppt. Ah, Gehennas ist das hier. Hier gibt's noch einen. War der überhaupt mit M? Nee. Also wenn der Mayodomo, aber ich glaube, ich muss den noch angeben. Gucken wir mal, ob er hat. Der ist schon den da. Den da und Mayodomo. Mayodomo. Den gibt's denn dann noch? Haben wir die Runen gelöscht? Müssen wir die überhaupt noch löschen? Wahrscheinlich werden die gelöscht. Boss tot, na gut, geht mal weiter. Früher hatte man noch Arbeit, früher musste man Feuerlöscher mitschleppen. Böse Pyromanen hier. Apropos, wo stehst denn du? Bleib mal stehen. Hier. Zieh dir rein, wie hässlich ich aussehe mit meiner Rüstung. Hübsch. Ekelhaft, oder? Okay, du bist. Ist auch relativ bunt. Dein Schild sieht sehr glücklich aus. Ja, total. Dafür hast du einen hässlichen Umhang. Dafür habe ich ja eine Tickelklaue. Was hast du? Halt so eine Faustwaffe als Einhandsding. Halt, ja, halt Angeber. So ein kleines Ding. Bullen-Style, sagst du? Oh. Angeberer. Ja, voll gelogen. Machen die jetzt wirklich erstmal hier den ganzen Raum hier? Ich glaube, Gehennas konnte irgendeinen Flug, der unser Leben ganz schön gewinnen lassen hat. Und wenn man nicht rechtzeitig hochgeheilt wurde von den Heilern, ist der Raid gewiped. Ich glaube, das war so die Taktik. Kann auch total. Ich werde auch total daneben liegen. Die Manga von hier? Ja. Egal, was geht ab? Es geht gar. Können wir? Oh, wir haben mal wieder so ganz schnelle Tanks. Die wollen wirklich alles wegficken hier. Meine Aussage in den Lava-Vernichter noch holen. Mach ich. Asozial wie ich bin. Ja, wie viele Leute hier mitten drin rausgehen? Hm, dauert nicht so lange. Mach ich über drei Heroes in der Zeit. Aber man muss ja anscheinend auch nicht zweimal rein, wenn man das Mount und seinen Helm direkt in den Arsch geschoben kriegt. Das gute alte Farmarbeit damals im Osten. Damals im Ostblock WoW. Mütterchen Azeroth. Mütterchen Stormwind. Kleine Hure. Yeah, yeah, yeah. Jetzt haben sie noch Angst vor den Feuerelementaren da links.